Aufregende Minuten bei Marienhof. Mit Chakalaka, der afrikanischen Grillsoße von Maggi. Es wird viel passieren. Ich bin am Ende. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Es ist schön hier. Ja. Ich muss noch schnell. Entschuldigung. Es wird viel passieren. Kommen Sie bitte. Entschuldigen Sie, ich war mit der Patientin noch nicht ganz fertig. Ja, das habe ich gesehen. Sie haben ja gerade erst angefangen. Frau Schäfer hat die Aufforderung, sich frei zu machen, offensichtlich falsch verstanden. Mhm. Ja, dann gehen Sie doch am besten rein und kümmern sich um die Beschwerden von Frau Schäfer. Ich warte. So. Hören Sie, ich will auch nicht, dass Sie das falsch verstehen. Frau Schäfer, ich wollte doch noch... Herr Doktor, die Schmerzen, die sind plötzlich wie weggeblasen. Tschüss. Also, was ich sagen wollte... Ich glaube, Sie müssen gar nichts mehr sagen. Sieht so aus, als hätten die anderen die Flucht ergriffen. Ist mir nicht aufgefallen. Ist dir kalt, oder? Ein bisschen. So, ich kann Feuer nachlegen. Ach, lass mal. Ich glaube, das ist genug für heute. Lass uns gehen. Kommst du? Ja, ich werde nur noch das Feuer ausmachen. Pia, kommst du mal bitte? Was ist? Was habe ich eigentlich alles so verpasst? In Geschichte, meine ich. Wieso interessiert dich das noch? Du schmeißt doch die Schule sowieso. Trotzdem will ich wissen, was ihr durchgenommen habt. Willst du mich verarschen? Nein. Ich will das alles nachholen. Echt. Charlie ist im Bad. Der ist bestimmt gleich fertig. Ja, aber ich muss los ins Latte. Hab zu lange geschlafen. Willst du nicht frühstücken? Nee, danke. Ich muss wirklich. Paula? Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Naja, sie geht sonst nie, ohne nach der Kohle vom Finanzamt gefragt zu haben. Ach, laber nicht. Hast du irgendwas gesagt? Nee.
Sah eher so aus, als wäre sie auf der Flucht. Hm, kapier ich nicht. War noch was gestern Abend? Habt ihr gezofft? Oder vielleicht das Gegenteil? Hm. Wieso sollte sie dann abhauen? Weil es so schrecklich war? Über was habt ihr geredet gestern Abend? Ja, nichts Besonderes. War halt so ein bisschen was. Sag ich doch. Nein, ich meine nicht so. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihr auch war. Geht's auch ein bisschen deutlicher für uns? Ja, da war so ein Augenblick. Also, bei mir zumindest. Hm. Dann vergiss ihn mal einen Augenblick. Weil wenn es Paula genauso gegangen wäre, hätte sie es gesagt. Hallo Carlos, es tut mir leid, dass ich so spät bin. Hey, na Kleine. Hallo Sandra. Hi Carlos. Zeig dir mal was, komm. Guten Morgen, Susi. Morgen. Hey. Du siehst ja furchtbar aus. Ja, danke für die Blumen. Was ist denn los? Nix ist los. Ich habe nur die halbe Nacht nicht geschlafen. Ah, wieso das denn? Tschö, ihr beiden. Gute Besserung, Susi. Wie, bist du jetzt doch krank? Nein, das sagt doch die Behrens nur, weil... Oh Gott, sag mal, mit dir, das so verschüchtert habe ich dich ja noch nie gesehen. So was Peinliches ist mir auch noch nie passiert. Jetzt erzähl mal. Du wolltest doch gestern bei Dr. Weidemann zum Angriff übergehen. Ach ja, ich war auch da, aber ich, dumme Kuh, konnte natürlich nicht damit rechnen, dass die da plötzlich reinplatzt. Oh weia. Ja, da sagst du was. Pass auf, ich also beim Doktor, ja, und will volle Lotte zum Angriff übergehen, weißt du, mit obenrum freimachen und so. Und in dem Moment, wo ich den küssen will, steht plötzlich die Behrens in der Tür. Ich hab gedacht, ich sterbe. Oh Gott, und hat sie was gesehen? Ja klar, die hat sofort meinen Plan durchschaut. Oh Gott, und der Doktor? Ja, der natürlich auch. So was nennt man wohl dumm gelaufen, hm? Ja, ich sitze bis über beide Ohren im Fettnapf und du findest das auch noch komisch. Naja, ein bisschen schon. Ach Mann, Jasmin, ich verkaufe meinen Laden und wechsle die Stadt. Also Steve ist und bleibt ein Riesenloser. Kommt schon, wer sonst schmeißt einfach so die Schule hin? Mann, Leo, Steve hat einfach einen Haufen Probleme. Das hat gar nichts mit Loser zu tun. Wenn du meinst. Naja, jedenfalls könnt ihr euch ja vorstellen, was bei mir zu Hause abgegangen ist. Deine Mutter ist wahrscheinlich total ausgerastet, als sie gehört hat, dass er die Schule schmeißen will, oder? Ja, allerdings. Das hat gesessen. Ich verstehe das nicht. Steve kann ohne Probleme das Abi schaffen. Dann kann er sich doch immer noch Gedanken darüber machen, ob er studieren will oder nicht. Naja, aber es geht ja nicht ums Studieren. Die gucken auch bei Azubis auf die Zeugnisse. Ja, stimmt. Mit Abi ist einfach leichter. Wisst ihr was? Das nervt. Steve weiß ganz genau, was abgeht. Da zerbreche ich mir doch nicht den Kopf, was aus ihm wird. Da ist er ja. Meine Damen und Herren, Steve Busch bei seinem letzten großen Auftritt, bevor der noch größere Abgang kommt. Es ist nur die Angst vor dem Entzug. Wenn man einmal auf Schule drauf ist, kommt man so leicht nicht wieder runter. Jeden Tag ein bisschen weniger davon und es geht leichter. Aber das macht er ja sowieso schon die ganze Zeit. Hm? Ey, könnt ihr jetzt endlich mal aufhören? Guten Morgen, meine Herrschaften. Gäste hast du hier. Die Gäste sind immer nur so nett für die Bedienung. Sollte das etwa ein Kompliment sein? Ja, du machst das klasse. Ich bin froh, dass du mir den Job gegeben hast. Danke. Hab ich gern gemacht. Hey, Paula. Hallo, Charlie. Kannst du kurz sein? Eigentlich nicht. Ich muss hier noch abräumen. Na komm, setz dich. Gibt's denn? Deswegen gestern Abend. Ich fand's toll, alle zusammen am Lagerfeuer. Ja, aber ich meine später, wo wir beide alleine waren. Was war da? Wie war das für dich? Auf jeden Fall war es ziemlich kalt. Das meine ich nicht. Ich meine zwischen uns beiden. Hast du da nichts gemerkt? Da war nichts. Also nichts, was mich gestört hätte. Du weichst mir aus, genau wie heute Morgen. Heute Morgen haben wir uns doch gar nicht gesehen. Genau, weil du mich nicht sehen wolltest. Ach, so ein Quatsch. Ich hatte es einfach eilig. Paula, wieso wirst du jetzt so nervös? Zahlen bitte. Weil ich arbeiten muss, sonst ist alles wie immer. Dann sehe ich dich mal wieder beim Training. Beim Basketball fehlt noch ein guter Mann.
Na und? Okay, dann eben nicht. Aber zum Lauftraining könntest du mal kommen. Das vertreibt die trüben Gedanken. Habe ich nicht. Okay, next question. Who is Oliver Twist? Would you please be so kind to answer this question, Steve? Nee, Steve ist kein Tanz. That's right. Okay, Steve? Keine Ahnung. Ach komm, so schwer ist die Frage nicht. Das ist unfair. Nee, das ist Lehrstoff. Ja, aber den haben wir noch gar nicht durchgenommen. Doch. In den letzten Stunden, die du leider versäumt hast. Und wenn du schon fehlst, kannst du zumindest die Mühe machen, den Stoff, den du verpasst hast, nachzuholen. Ich konnte nichts nachholen. Ich war krank. Das soll ich dir glauben? Steve war nicht hier, weil die Bullen keinen Bock hatten, ihn herzuschleifen. Du kannst ihn nicht zwingen. Vielleicht ist der Weg von Steve einfach ein anderer. Offensichtlich. Ich habe nur das Gefühl, er geht ihn nicht ganz freiwillig. Und egal, was er macht, es wird ein Umweg. Und der kostet Zeit. So sehe ich das. Ja, aber andererseits, manche müssen erst mal raus, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Die Schulbank ist eben nicht jedermanns Sache. Ich kenne das von Elena damals. Die hat auch erstmal die Schule geschmissen, um dann auf eine Schauspielschule zu gehen. Oder denk an deinen Frank. Was aus ihm geworden ist. Vielleicht hast du recht. Wenn er dicht macht, dann kannst du gar nichts mehr tun. Und deswegen höre ich jetzt auch auf, über ihn nachzugrübeln. Hallo Mädels. Hallo. Hallo. Ist das nicht ein herrliches Wetter? Schade, dass ich nur so eine kurze Pause habe. Oh, ihr Lehrer könnt euch beklagen. Du sag mal, war Steve heute in der Schule? Ja, also zumindest habe ich ihn gesehen. Wolltest du nicht das Thema wechseln? War doch nur eine Frage. Ja, okay, aber die letzte. Mich interessiert nämlich gerade was ganz anderes. Was hat sich gestern Abend zwischen dir und Dr. Weidemann abgespielt? Es war ein sehr unterhaltsamer und anregender Abend. Es war ein sehr unterhaltsamer und anregender Abend. Details bitte. Wir haben uns nur unterhalten. Und er ist ein sehr amüsanter Erzähler. Aber du wirst ja wohl den ganzen Abend nicht nur andächtig gelauscht haben, oder? Ich frag mich nur, ob er in mir die Frau sieht oder ob er nur eine Freundschaft sucht. Lass ihm Zeit. Ja, aber zu lange würde ich nicht warten. Du bist ja nicht die einzige Frau in Köln. Ja, aber scheinbar die Einzige, für die er sich momentan interessiert. Man munkelt aber, dass noch andere auf der Pirsch sind. Ja. Ja, das habe ich auch gehört. Und das scheint dich richtig zu freuen. Ja, meine Konkurrentin hat sich nämlich gestern ziemlich ins Ausgeschossen. Och, jetzt erzähl schon. Naja, nur so viel. Sie hat offensichtlich eine etwas unglückliche Art der Anmache gewählt. Und er ist überhaupt nicht drauf angesprungen. Also von der ganzen Klasse von seinem Ex-Kumpel verhöhnt zu werden, da brauchst du echt nicht, nimm den Korb. Ja, ich bin auch ein bisschen raus, Moment. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen unbedingt die Sonnenmilch und das Teebaum-Shampoo. Hier, Sonnenmilch. Und, hast du Paula heute schon gesehen? Na ja, im Latte, aber sie geht mir aus dem Weg. Echt? Das Häschen wollten wir. Das Häschen? War da was gestern Abend, als wir gegangen sind? Ja, wir waren halt noch, ja, wir waren halt noch voll am Lagerfeuer. Wir haben uns so in die Augen geguckt. Bam, bam, total tief. Kann das sein, dass du da vielleicht ein bisschen viel reininterpretierst? Nein, auf keinen Fall. Genau so war es. Los. Pass auf, schlag dir das im Kopf. Paul hat einen Freund in Brasilien und ein Kind. Dem geht's übrigens ziemlich schlecht. Ja, aber wir haben uns trotzdem volle Kanne in die Augen geguckt, Alter. Charlie, pass mal auf. Neulich, da lag ich auf dem Sofa. Sie gibt mir diesen Fingerkuss. Und dann hat sie verhindert, dass ich straffällig werde. Und wenn in China dieser besagte Sack Reis umfällt? Was? Dann war das auch Paula? Aus heimlicher Liebe zu dir? Ach komm, ist mir echt scheißegal, was du sagst. Ich weiß, zwischen uns beiden ist was. Hm. Brauchen wir das? Ja. Soll ich dir noch helfen? Nee, das schaffe ich schon. Der Ständer? Was für ein Ständer? Ach, das mache ich später. Setz dich. Wieso soll ich mich denn setzen? Ja, hast recht. Bleib hier stehen. Bleib hier. Was ist denn los mit dir? Guten Abend. Abend? Ist die Frau Schäfer gerade hier reingekommen? Hallo.
Was machen Sie denn nun? Mir ist diese Haarnadel runtergefallen. Und Sie haben ja nur die eine. Ja. Nee, ich hab tatsächlich nur eine. Sie verstecken sich doch nicht vor mir, oder? Das ist überhaupt kein Problem, solange Steve die 10. Klasse beendet. Dann bekommt er sein Abgangszeugnis und kann die Schule verlassen. Ich wünschte, es wäre komplizierter. Dann würde er sich's vielleicht noch mal überlegen. Jetzt mach dir nicht allzu viel Sorgen um den Jungen. Es ist ja noch gar nichts entschieden. Steve braucht einen Motivationsschub. Irgendwas muss ihn so reizen, dass es sich für ihn lohnt, dafür zu lernen. Genau. Ja. Du, wie wär's denn mit einer Reise? Ihr könntet doch in einen Ort fahren, der historisch interessant ist. Ja, das ist auch gut. Geschichte interessiert ihn, das weiß ich. Am besten, er kommt von selber auf so eine Idee. Wenn's von mir kommt, dann blockt er doch nur wieder ab. Sein Vater könnte ihm doch auch mal auf die Sprünge helfen. Was sagt Robert eigentlich zu Steves Plänen? Der weiß noch gar nichts davon. Ja, dann ruf ihn an. Vielleicht schafft er es ja, zu ihm durchzudringen. Davon verspreche ich mir im Moment nicht so viel. Wie gesagt, ich glaube, Steve muss diese Trotzphase von alleine überwinden, oder? Naja, richtig. Aber da bin ich zuversichtlich. Steve ist ja nicht der erste Schüler, der damit liebäugelt, die Schule zu schmeißen. Ja, und? Die meisten, die kriegen sich wieder ein und kommen zur Vernunft. Na, hoffen wir's mal. Süße, bist du noch da? Ja, ja, aber ich kann nicht lange reden. Ich wollte nur fragen, wie es euch geht. Ist mit Andres alles okay? Natürlich, der spielt gerade Fußball. Und was ist mit den Leuten, die dir auf den Fersen sind? Ich denke, im Moment sind wir einigermaßen sicher hier. Frau Ribeiros und seinen Leuten, die haben ganz andere Sorgen. Zwei von seinen Typen sind nämlich am Flughafen erwischt worden. Aber trotzdem. Warum bist du nur in diese Drogengeschäfte reingeraten? Paula, das ist doch Quatsch. Ich habe doch nichts damit zu tun. Ich habe ganz zufällig was davon mitbekommen. Das haben sie rausgekriegt. Ja, es tut mir leid, das war blöd von mir. Ich habe einfach tierische Angst um euch. Das musst du aber nicht, Süße. Ich habe ja alles unter Kontrolle. Und du? Ja, aber ich würde am liebsten sofort zu euch zurückkommen. Ich weiß, aber das geht nun mal nicht. Wir machen weiter wie besprochen. Du musst unbedingt weiter Druck machen bei Charlie. Sag ihm, dass du die Kohle unbedingt brauchst für Andres' Operation. Ja, mach ich doch. Die ganze Zeit schon, aber das dauert eben. Stimmt so. Ciao. Ja, bis dahin müssen wir halt durchhalten. Aber wenn du die Kohle hast, ey, dann geht's endlich ab nach Südostasien. Dann können wir drei unser Leben endlich mal genießen. Ach, schön wäre das. Ich halte es hier nämlich kaum noch aus. Wieso? Ist was passiert? Ach, nichts. Es ist einfach die Situation hier. Ständig Leute um mich herum. Ich kann nicht mal in Ruhe telefonieren. Jetzt auch wieder. Ich muss auch fliegen. Bis später. Bis später. Ciao. Und Sie sind mir echt nicht mehr böse. Nein, Quatsch. Warum denn? Ach, da bin ich so weit von erleichtert. Mir war das so peinlich, Herr Doktor. Ich meine, ich habe irgendwie alles missverstanden, was nur ging, oder? Also das Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist doch wirklich ein bisschen heikel, nicht nur im Roman. Naja, und vor allem, wenn Sympathien im Spiel sind. Das war ja wohl so. Ja, allerdings. Ach, dass Sie da so normal mit umgehen, Herr Doktor. Danke. Ich hab zu danken. Wofür denn? Naja, schließlich habe ich Ihnen einen Korb gegeben. Und Sie sind eine sehr attraktive Frau. Sie könnten jetzt auch beleidigt sein. Ja, das stimmt. Jetzt muss ich das sagen, Herr Doktor. Bin ich aber nicht. Dann sind wir jetzt also quitt. Ja. Ach. Sagtest du nicht, er fällt nicht auf sie rein? Ja. War aber ein Irrtum. Damals nach dem Abi sind viele von uns erstmal so durch die Welt getourt. Aber so eine richtig tolle Reise könnten wir auch jetzt schon machen. Ja, die Sommerferien sind lang. Wie wäre es mit Amerika? Ich weiß nicht. Aber ich überleg's mir mal.
Als ich so alt war wie du, wusste ich nur eines ganz genau. Dass mir alles auf die Nerven geht, was mir meine Eltern vorschreiben wollen. Was hast du dann gemacht? Na ja, den Aufstand geprobt. Einmal bin ich sogar von zu Hause abgehauen. Vorübergehend. Und trotzdem ist ein ganz passabler Kerl aus dir geworden. Hm? Danke. Ich habe ja auch eingesehen, dass meine Eltern nicht mit allem Unrecht hatten. Aha. Die Eltern müssen aber auch lernen, ihren Kindern zu vertrauen und sie ein Stück weit Verantwortung für sich selbst übernehmen zu lassen. Genau das finde ich auch. Komm, bleib sitzen. Ich mach das. Hey, danke. Steve von dir. Steve, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du eingesehen hast, wie wichtig es ist, in die Schule zu gehen. Hm? Ich habe doch gewusst, der Junge ist ein cleveres Kerlchen. Hey, da hast du ja gerade noch mal die Kurve gekriegt, was? Welche Kurve? Ich hab bloß keinen Bock auf Stress. Wie jetzt? Du bluffst nur. Ja, lass die mal glauben, dass ich die Schule weitermache. Dann ist erstmal Ruhe. Aber spätestens nach den Ferien werden sie es dann kapieren. Was kapieren? Na, dass ich nur noch mein Zeugnis von der 10. abhole und dann mache ich eine Fliege. Aber halt bloß die Klappe, ja. Kann ich reinkommen? Ja, klar. Ist ja schließlich dein Zimmer. Wie geht's ihm? Habt ihr telefoniert? Ganz gut. Ich vermisse ihn nur so schrecklich. Warum weißt du mehr aus, Paula? Das bildest du dir nur ein. Nee. Das ist kein Zufall, dass du dich so widersprüchlich verhältst. Mal bist du lieb zu mir und dann stößt du mich wieder weg. Ich kann einfach... Ich weiß einfach nicht, wie ich mit deinen Gefühlen umgehen soll, ohne dich zu verletzen. Mhm. Und wie ist es mit deinen Gefühlen? Kannst du mit denen umgehen? Darum geht's nicht. Paula, ich weiß doch, was deine Blicke bedeuten. Wir waren noch mal zusammen. Das ist lange her. Ja, aber ich krieg doch noch genau mit, was du für mich fühlst. Charlie, hör auf, mich zu bedrängen. Ich liebe dich nicht. Und ich habe dich damals auch nicht geliebt. Sonst wäre ich nicht weggegangen. Für lang anhaltend samtweiche, glatte Haut. Wilkinson Quattro for Women. Leistungsstark mit 4 Klingen und extra großen Aktivstreifen. Überraschend glatt. Quattro for Women. Neu. Von Wilkinson. Was für ein Peeling haben Sie denn gedacht? Ich weiß nicht, was schlägst du denn vor? Tja, wissen Sie, ab einem gewissen Alter, da muss man die Notbremse ziehen oder einfach so alt aussehen, wie man ist. Was ist los? Hast du gelauscht? Unfreiwillig. Das Türschloss klemmt also. Oh, halt, ihr klemmt gleich auf, was du Spanner. Weißt du, was den Spanner mal wirklich interessieren würde? Hm? Ob unsere gute Paula immer noch so verständnisvoll wäre, wenn eure alte Freundschaft nicht ein paar tausend Euro wert wäre.